Hallo und herzlich willkommen zurück bei Verblöde Drö. Also, Fable 3, um das mal professionell auszusprechen. Oh, gucke. Was haben die denn dabei? So eine Art Hohepriester? Aha, interessant. Ob der dann noch mehr von diesen Automaten spawnt? Einer von denen. Warum trifft er denn hier nie, frage ich mich. Alter Junge! Komm mal klar! Oh, 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 ich sollte da auf jeden Fall ein bisschen Abstand halten. Ne, ich hab doch gerade erst den Heilzauber getrunken und dann bin ich ausgewichen. Das ist doch scheiße. So, ich bleibe auf jeden Fall jetzt immer unten. Unterhalb. So, der Junge ist weg. Alter Schwede, die sind gar nicht mal so unhart. Da muss man echt ein bisschen gucken, dass man die unter Kontrolle behält. Ja, komm, die mach ich so fertig. Sching! Köpfchen muss man haben. So. Okay, wir wollten ja eigentlich ein bisschen mehr Grabungsstätten suchen, Silberschlüssel und so weiter. Und dann natürlich auch noch die Höhle finden. Und wir haben gelernt, wir halten uns bei den anderen Dinger immer auf Distanz und gehen nur auf Schusswaffen. Und die Schusswaffe müssen wir unbedingt noch ein bisschen steigern durch Hühner treten, durch Grabungsorte und durch Quests. Was für ein Kopf da oben. Was für eine gefallene Zivilisation. Grabungsort. Sehr schön, her damit. Ich weiß gar nicht, wie viel wir noch brauchen, um die Waffe zu upgraden. Hüpsa. So, und weg damit. So. Smaragd, da freue ich mich. Noch ein Silberschlüssel. Alter Schwede, du willst mich doch verarschen. 36 und 50. War das jetzt der dritte oder vierte, den wir hier gefunden haben? Ich weiß es gar nicht mehr. So, bevor wir jetzt da rechts lang gehen, würde ich nochmal ganz kurz hier gucken, wenn wir näher kommen, ob wir da nicht noch irgendwas finden. Eine von diesen komischen Blumen, wo ich keine Ahnung habe, wozu wir die brauchen, aber das wird sich ja vielleicht noch offenbaren. Wenn die als Schatz gekennzeichnet werden, wird es schon seinen Grund haben. Okay, hier können wir gar nichts machen. Da sammelt sich schon wieder das Geld und hier kommt man so eine Talsenke, wo nichts ist. Das ist ja viel. Wir kommen in die Richtung. Ist das die Höhle vielleicht bei der großen Statue? Ei der Daus, wer hat das nur erbaut? Und diese riesige Zivilisation, die sowas bauen konnte, die ist untergegangen vor der Dunkelheit. Das heißt, wir werden uns sehr vorsehen müssen. Und das ist eine Falle. Oder haben wir die schon umgebracht hier? Ach nee, hier ist ja noch der andere Track, glaube ich. Der hier den Diamanten sucht, der hat die bestimmt umgebracht. Ach, und wir müssen den Priester... Die haben wir umgebracht. Wir müssen dem Priester, glaube ich, erstmal sein komisches Gezeugse da zurückgeben. Diese Beziehungsquest, dann machen wir die mal ganz schnell. Haben wir einen Grabungsort, Hund? Nicht? Na gut. Schade, wird gerade wieder Tag. Tag in der Wüste ist immer schön.
Also zumindest in Fable, ne? Wenn man im Spiel ist, ist das schön. Wenn man jetzt nicht im Spiel tagsüber in der Wüste rumhängt, kann das Konsequenzen haben, die manchmal nicht ganz so schön sind. Wo kommen wir denn da hin? Voller Schocken gerade. Ihr kleinen, schlimmen Biester. So, alle bedient? Ach, ich sehe, einer braucht eine Sonderbehandlung. Ich habe euch schon vor eurer Ankunft bemerkt. Was habt ihr gegessen? Okay, erstmal der Grabungsort, dann der Zwerg. Es läuft hier in der Wüste echt gut. Upsa, wir machen hier echt gute Fortschritte, was diese Nebenquests alle angeht. Upsa, die nervigen Nebenquests. So, was finden wir hier? Ein Rubin, das ist natürlich traumhaft und irgendwo... Wisst ihr, was mir an Menschen gut gefällt? Sie sterben. Zwerge ja zum Glück nicht. So, 35 von 50. Und wo kommen wir hier hin? Sandfallpalast? Ist das, sollen wir da hin? Hallo? Ich weiß nicht genau, ob ich hier sein soll, aber auf jeden Fall gibt es einen schicken Grabungsort. Da hinten ist auch schön. So, erstmal schön die Schaufel in den Sand. Ja, Alter, überall dieser Sand. So. Gesundheitstrank. Ja, vielen Dank. Werde ich wohl auch bitter nötig haben, wie es aussieht. Na nü? Ach, hört doch mal auf jetzt hier mit eurem Kinkerlitzchen. Na gut, dann soll es eben sein. Krass. Ach, der Hund hat auch noch ein bisschen Hunger, wie es aussieht. Was ist das denn hier? Also erstens kriegen wir Besuch, wie es aussieht, mal wieder. Ja, ja, dann kommt ihr halt mal ran, ihr flotten Schicksen. Na komm, ein noch. Jetzt. Los geht's. In unserem Abenteuerurlaub. Möchte noch jemand? Alle zufrieden jetzt, ja? Können wir jetzt weitermachen? Mit dem, was wir noch gar nicht machen sollen? Ich wollte eigentlich jetzt gucken, ob es da noch irgendwo hingeht. Da sind ja auch noch so Fackeln und ein Eingang, bevor wir jetzt das riesige Ding da machen. Hier ist offenbar nichts. Na gut. Dann frage ich mich doch, was ist das hier für ein Ort? Das sieht ja aus wie ein Kurort, das sieht aus wie ein Badeparadies. Und so viel Wasser mitten in der Wüste, warum gedeiht hier nichts? Eine Blume. Rote auroranische Blüte. Eins von fünf von diesen roten Dingern. Jetzt links. Vorher waren die lila. Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich gibt es fünf von jeder Blumensorte und 30 oder 35 insgesamt, die wir da finden können. Und Grabungsort. Da ist noch eine Blume übrigens. Aber erstmal, hüpsa, der Grabungsort. Ich glaube, diesmal ist auch eine grüne Blume. Hüpsa. Ich frage mich, was mit den Blumen auf sich hat. Hüps. 750 Gold. Ich freue mich und pflücke ein paar Blümchen. Grüne auroranische Blüte. 2 von 5, siehste? Grün. Und da hinten ist ein Tauchort. Das heißt, da tauchen wir auch gleich mal ab. Ja, ich glaube, das mit der Höhle verschiebt sich noch ein bisschen weiter nach hinten. Hüpsa, mit dem Diamanten eine Perle kriegen wir auch. Das ist wunderschön. Hier sieht es nach Tauchorten aus, aber ich glaube, das ist einfach eine optische Täuschung. Da hinten ist noch einer. So. Hüps, blubbelibub und noch eine Perle. Das freut mich ja sehr. Eine Perle für die Merle. So, hier ist nichts. Wäre auch ein schöner Tauchort gewesen, aber leider... So, da kommt man noch nirgends raus. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Hallo Hundi, brauchst gar nicht kommen, ist uninteressant. Gibt es hier vielleicht auf der Insel einen Grabungsort? Hund? Hm? Hundi? Hund?
Hundi? Alter, jetzt wackelt der da hinten durchs Wasser. Sieht so bescheuert aus. Entschuldigung, habe ich mich fast verschluckt. Hundi, gibt's hier einen Grabungsort? Sag doch mal. Na siehst du, wusste ich's doch. Das hat sich so angeboten einfach. Wir müssen jeden Grabungsort mitnehmen, den wir kriegen können momentan, einfach um die Schusswaffe zu upgraden. Das ist eine der Voraussetzungen, genau wie das Hühnertreten, aber momentan habe ich noch nicht so viele Hühner gefunden. Seltener Gagat, das ist schon mal gut. So, das war das Wasser und ich frage mich, was hat es denn mit diesem Palast hier auf sich? Und sollen wir überhaupt schon hier sein? Ich befürchte ja nicht. Trotzdem können wir das gute Stück erkunden, wie es aussieht. Und wir kriegen Besuch. Ich freue mich. Na, da muss das wohl reichen. Die Damen? Sonst noch jemand? So, die kamen hierher. Hier ist aber nichts außer eine Sackgasse. Ich frage mich, warum man sowas baut. Da baust du eine Treppe runter hier und da ist einfach nichts. Kann man das durchsuchen? Nicht mal das, da stehen Weidenkörbe. Sinnlos! Sinnlose Architektur! Und nicht einmal schmückend. Und wer baut denn dreieckige Türen? Naja, ist auch egal. Andere Länder, andere Sitten. Komisch, ich bin 3 Meter weiter gelaufen und werde nicht sofort angegriffen. Es sieht hier aber fort. Ach, naja, auf euch ist Verlass, Mädels. Ist ja gut. Ja, war's das? War's offenbar noch nicht. Und weg mit dir. Ach, diese Verschwendung. Und alles Frauen. Ich frage mich, was da los ist. Ich will doch gar nicht gegen die kämpfen. Ich bin doch Gentleman. Und noch eine Blume. Vielen Dank. 1 von 5. Eine blaue Blume. 7 von 30 haben wir insgesamt schon gefunden. Das kann ja noch heiter werden. Zwerge suchen, Schlüssel suchen, Blumen. Da kommen alte Erinnerungen wieder hoch. Aber leider nicht die besten. Nee, mir kommt da alte Kotze wieder hoch, wenn ich dich sehe, Freundchen. So, 36 von 50. Wir nähern uns der 40. Das ist ja ein Dream. Also sammeltechnisch laufen die Folgen momentan ganz gut. Nur questtechnisch nicht zwingend. Ich würde gerne... Nein, nicht die Waffe ziehen. Ich würde gerne da hinten runter. Bevor wir jetzt die Treppe hochlaufen, möchte ich gerne da unten noch alles erkunden und gucken, ob wir noch irgendwas graben können. Ob wir noch irgendwelche möglichen Zwerge finden, Schätze, Blumen oder sonst irgendwas. Natürlich ein Grabungsort. Was auch sonst. Komm Hund, sag schon wo. Hier, ne? So, rein mit der Schaufel und raus mit der Schaufel und rein mit der Schaufel und raus mit der Schaufel und rein und raus. Diamant. So, hier. Schatz. Blume, natürlich. Na. So, 3 von 5 haben wir und 8 von 30 insgesamt und fast wieder 2 Millionen Gold. Ich glaube, an Gold wird es uns tatsächlich nicht mangeln. Das haben wir schon mal geschafft. Hier finden wir noch eine Kiste. Alter, wir sind echt Martin Luther King. Und wir finden Aurora-Beintätowierung. Ich glaube, haben wir die komplett? Ich weiß es gar nicht. Habe ich die? Ich glaube, die habe ich schon komplett gekauft, aber ist ja egal. So, ich bin froh, dass wir möglichst früh in Immobilien investiert haben. Das haben wir aus Fable 2 gelernt. So, hier kommen wir nicht lang. Denn so haben wir jetzt auch keine Geldprobleme, können uns auch alles kaufen, können auch die ganzen Gebäude kaufen und so weiter und so fort. Das läuft ja doch relativ ganz gut und zum Glück müssen wir keine miesen Entscheidungen treffen wie Steuern erhöhen oder sowas. So, hier hinten könnte doch ein schickes Blümchen gedeihen, nicht? Das wäre auch zu viel des Guten. Liebe Kerle, liebe Stuten. Ich würde gerne wieder looten. Das Land wird unter meiner Herrschaft bluten. Nein, natürlich nicht.
Höchstens die Blumenpflücker-Gilde. Die werden schwer zu tun haben, nachdem ich einmal durchgerastet bin. Ich frage mich gerade, ob man mit den Blumen vielleicht so eine Art Heiltrank herstellen kann oder muss später im Spielverlauf. Wie zum Beispiel ein Heiltrank gegen diese Dunkelheit-Dinger da oder sowas. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ah! Ich will das gar nicht. Die zwingen mich einfach dazu. Ich will den Damen kein Leid antun. Gucken wir die jetzt mal nochmal ganz kurz. Aus der Nähe können wir uns die ja sowieso nicht angucken. Die sehen so ein bisschen Steampunk-mäßig aus, ne? Mit diesem Rohr und halb Metall, halb Leder. Schrauben am Kopf. Was ist denn los mit denen? Warum sind die so? Warum laufen die mit Lederklamotten durch die Wüste? Mit Stoff kann ich ja verstehen. Na nü, ach was. Es ist der Diamant, den wir suchen sollen. Da sind wir genau richtig. Das ist also die Höhle gewesen, die wir durchsuchen sollen. Aber wir wissen von Indiana Jones. Können wir hier runterspringen im Notfall? Nee, ne? Boah, ist das hell hier, alter Schwede. Bevor wir den Diamant nehmen, scouten wir natürlich die Area, nehmen uns den Silberschlüssel hinten mit den Versteckten. Juhu! 37 von 50! Wow! Das läuft echt gut. Ich hab Angst. So, hier, Grabungsort, nicht? Na gut, schade. So, Diamant nehme ich noch nicht, denn da war noch ein eine Türe. Und ein Schatz wartet hier auf uns, wahrscheinlich eine Pflanze. Eine Pflanze. Eine rote Blüte. 2 von 5, 9 von 30 insgesamt. Den Diamant stehlen wir noch nicht. Ach doch, hier können wir dann runterhüpfen. Nee. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier hinkommen. Auf jeden Fall kriegen wir eine schicke Truhe. Die nehmen wir natürlich erstmal mit. Hüpsa! Und drin herinnen befinden sich ein seltener Diamant auch noch. Da vorne ein fetter Diamant, hier ein seltener Diamant. Das ist ja ein Traum. Erst die Area scouten, dann klauen. Aber irgendwie kommen hier keine... von den... Noch ein Schatz. Junge? Wo denn? Ja, jetzt ist er wieder weg. Das heißt, hier drunter wahrscheinlich. Aber da kommen wir natürlich erst hin, wenn wir... Ja, ich weiß doch. Da sind wir doch schon rumgeschwommen. Könnte ich schwören. Oh. Nehmen wir doch mal die Truhe. Ich sehe die gar nicht. Die blenden sich so ins Design ein. So, nehmen wir einfach mal mit. Was ist da drinnen? Es ist noch ein Rubin. Alter Schwede, der König, der ist so mega reich. So, jetzt holen wir uns aber erstmal den seltenen, also den riesigen Diamant. Dann haben wir die Quest dann auch gemacht. Und eigentlich sollte ich mal gucken, was es so für Mini-Quests im Lande gibt. Das müssen wir auf der Übersichtskarte machen. Um hoffentlich auch noch das Questing freischalten zu können für die Schusswaffe. Das wäre natürlich schön, das wäre mir sehr lieb. Ich dachte gerade, da oben habe ich einen Zwerg gesehen, aber das ist nur irgendein Licht. Juhu, 2 Millionen! 2 Millionen Euronen, die auf dem Konto wohnen, aufheben! Der Wüstenstern! Natürlich, die Damen, natürlich! Na gut, die war schon tot. Ah, Frischfleisch. Die Steampunk-Harlequins. Na, kommt mal ran, Schwestern. Lebst du noch?
Oder wohnst du schon? Was das? Ich glaube, das war's. Okay, wenn von da welche kamen, Elektra, dann gucke ich auch mal da hinten nochmal nach. Nur, dass mir keine Schwestern entgehen, weil die geben ja doch recht easy ein paar Sammelpunkte. So, hier könnten wir springen, da habe ich aber kein Interesse. Wir springen auf der anderen Seite, ne? Das, was als Fluchtweg geplant ist, da springen wir auch runter. Haben wir hier vielleicht noch einen Grabungsort? Hundi? Hundi ist offenbar beschäftigt mit wichtigeren Dingen. Diese abstruse Musik gerade. Pasching, pasching, pui, pui, pui. Pasching, pasching, pui, pui, pui. Na komm. Ein noch und go! Alter Finne! Und den Rest der Damen. Lebt da noch jemand? Ich glaube eher nicht. Pui, pui, pui! Pasching, pasching! Pui, 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 pui! Ching, schung, schang! Schang, ching, schung! Kampfmusik! Kampfmusik, Kampfmusik, Ping-Pong-Pang, Kampfmusik, Kampfmusik, Tauchen! Kampfmusik, Kampfmusik, Ping-Pong-Pang. So, hier haben wir schon alles abgescoutet. Ich glaube, auf der Insel da drüben wird wohl niemand kommen. Aber wir können ja schon mal gucken. Kein Empfangskomitee. Naja, die kommen schon auf der Rückreise, das weiß ich ja schon. Na, sieh mal einer an, wer da kommt. Warte, warte, noch nicht angreifen, noch nicht angreifen, jetzt! Los! Alter, Alter, was für ein Gemetzel! Niemand mehr? Ach doch, da war noch jemand. Meisten einfach ins Wasser geschleudert, das ist schon ganz cool. Also der Spell ist mega, die Kombination, die Klingen und das Wirbeln, das ist schon sehr geil. Ich könnte nur die Klingen machen, ich glaube, das würde noch mehr Damage geben. Aber das mit dem Verwirbeln ist schon ganz gut bei so Wasser und sowas, wo man die dann quasi komplett ausnockt. Ping, pang, pang. Kashinga, Kashinga. Die Musik ist total bedrohlich. So, da ist auch schon das Ende der Höhle. Und wie es aussieht, auch das Ende dieser Folge. Ja, den Diamanten haben wir geholt. Jetzt frage ich mich nur, was ist denn jetzt das Spezielle an diesen Diamanten? Wir haben ja schon seltene Diamanten und der hier scheint aber nur besonders groß zu sein. Und da bin ich mal gespannt, was wir mit dem machen sollen. Und ob wir diesen Sandpalast da unten, ob man den renovieren kann, weil der war so schön. Ich hoffe, die Karte geht nicht einfach so verloren. Ne, der war wesentlich schöner als Aurora selbst. Da bin ich mal gespannt, ob sich das vielleicht noch dahin ausweitet, wie Driftwood oder sowas. Schauen wir mal und in der nächsten Folge. Naja, keine Ahnung, was da kommt, denn wir wissen es noch nicht. Wir haben die letzte Tagesaufgabe gelöst. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.